Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Zwei Tage haben wir noch vor uns und das ist dann auch erste Mal, das letzte Mal, bevor Stardew Valley in die Winterpause geht, könnte man sagen. Ach ja, ich werde noch versuchen mit Slanion und einem Neuländer Multiplayer-Aufnahme zu machen. Als Folgeprojekt kommt übermorgen dann Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Und dann müssen wir mal gucken, ihr liebe Leute. Es kann natürlich sein, dass noch Call of Cthulhu noch nicht genug Multiplayer-Aufnahme gemacht wurden, sodass auch noch ein weiteres Zwischenprojekt kommen könnte. Das wird sich dann zeigen. So, sie fragt sich, ob der Adam auch ein Bauer wird. Das ist selbstverständlich. Wir machen einen Luftkuss, wie es aussieht. Und ein paar Zentimeter Schnee gibt es am Meier. Letzter Tag der Saison laut Geheimnotiz. Das heißt, ich darf auch nicht vergessen, zum Gebüsch am Spielplatz zu gehen, was ich irgendwie etwas eklig finde, um ehrlich zu sein. Wie dem auch sei. Ja. Das wird erst einmal die letzte Episode wäre. Von Jody gibt es auch Hydrogel. Nehmen wir. Oh, hoppla. Einen Moment, das müssen wir gerade noch regeln. Den Kaffee habe ich vergessen. Ja, ich muss sagen, ich wollte auch noch ein kleines Revue sozusagen machen. Weil Stardew Valley als Let's Play war bisher so mein längstes Let's Play, was ich gemacht habe. Ich bin hier tatsächlich mal endlich über die 100 gekommen. Und das Let's Play, muss ich sagen, hat mir schon viel bedeutet. Es war oder ist immer noch ein Let's Play, in dem man sich sehr gut beruhigen kann, wo man runterfahren kann. Es ist sehr entspannend und ich habe auch schon gemerkt, dass die Zuschauer genau das an Stardew Valley zu schätzen wissen. Ups. Und zwar, dass Stardew Valley dann doch eher so ein Ruhepol-Let's Play ist, wo man dann mal wirklich runterkommen kann, wo nichts Schlimmes, Jumpscare-mäßiges passiert, sondern einfach nur Let's Play, wo man genieße, abschalte und runterfahren kann. Etwas in der Art wäre ich wahrscheinlich auch so nie mehr finden als Let's Play, außer jetzt vielleicht Monkey Island, was parallel mehr, oder wenn ich ja jetzt, siehst du mehr, oder wenn ich ja was parallel hier zu Stardew Valley lief. Dementsprechend muss ich wirklich sagen, also ich hab's genossen, manche Folge waren ein bisschen frustrierend und etwas ätzend, aber im Großen und Ganzen muss ich dann doch sagen, habe ich das Let's Play sehr genossen. Ich freue mich dann selbstverständlich auch, wenn es dann in die zweite Runde geht. Es kann natürlich sein, dass es mir auf die lange Bank schiebt, wegen Masterarbeit oder wegen keine Termine gefunden, dass man hier Let's Plays weitermachen kann und so weiter und so fort. Es kann sein, dass es halt ein bisschen verschoben wird, das Ganze. Aber ich probiere natürlich so gut wie möglich Stardew Valley weiterzumachen. So. Also es ist nicht so, dass ich hier die ganze Termine auf die lange Bank schiebe, date, von wegen, ja, mache ich halt zig andere Let's Plays, weil ich da einfach nicht mehr weiterkommen bin. Und weil ich keinen Termin mit der Buwe da gefunden habe, so machen wir das nicht. Ich bin nach wie vor sehr stark total interessiert, das Let's Play weiterzumachen. Und dementsprechend kann es aber auch deswegen sein, gerade deswegen, weil ich da hartnäckig bleibe, kann es natürlich sein, dass man nicht immer Termine findet. Weil das mit zwei anderen Leuten noch zu managen, ist durchaus ein Zeitaufwand, der nicht zu berücksichtigen, oder den ich berücksichtigend gelten lassen will. Falls es richtig geklungen hat. Irgendwie klang das nicht richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr drauf, wenn es so weitergeht. Keine Frage. Und deswegen muss ich wirklich sagen, es war ein schönes Let's Play. Bis hierher. Ich habe tatsächlich einige Abonnenten nur aufgrund von Stardew Valley gekriegt. An der Stelle sei Lyra recht herzlich bedankt und genannt. Und ja, mit Una, Lyra. Ansonsten habe ich halt auch wirklich viele Leute gekriegt, die speziell wegen Stardew Valley zu mir gekommen sind. Eventuell kann ich diese erworbene Abonnentschaft, kann ich die möglicherweise halten mit anderen Let's Plays, wie beispielsweise Monkey Island.
Vielleicht auch durch, oder vielleicht auch gerade wegen Call of Cthulhu. Ich weiß es nicht. Moment, habe ich jetzt da überhaupt richtig gegossen? Nee, natürlich nicht. Ja, vielleicht kann ich auch ein paar Leute durch Call of Cthulhu halten. Wobei Horror-Let's Plays halt nichts für jedermann sind, muss man auch dazu sagen. Gibt ja auch Leute, die wollen absolut überhaupt kein Horror-Let's Play gucken. Das kann ich nur vollziehen, kann ich auch verstehen. Aber es gibt auf der anderen Seite halt auch ein Publikum von mir, was explizit wegen meiner Horror-Let's Plays reinguckt. Deswegen möchte ich auch immer mal wieder Horror-Let's Play bringen. Ich persönlich mag auch Horrorspiele sehr gern. Und mir macht das einfach nur unglaublich viel Spaß. Weswegen ich das irgendwie auch beibehalten möchte, dass ich immer mal wieder Horror-Let's Play habe. Aber da ich keiner von der Sorte bin, Hauptsache gespielt, weil es einfach neu ist oder weil es einfach gespielt werden muss, desto bin ich kein Fan davon. Ich spiele eigentlich nur die Horror-Let's Plays, die ich auch möchte. Deswegen wäre ich so acht zum Beispiel, ne? Huch, was habe ich denn jetzt für einen Scheiß gemacht? 17er, Moment. So, jetzt sind wir wieder richtig. Jo. Deswegen möchte ich mal die Horror-Let's Plays auch aussuchen, die ich da mache. Und möchte einfach Spaß dabei haben. Es kann natürlich auch sein, dass bis Stardew Valley Runde 2 kommt, dass in der Zwischenzeit auch Resident Evil 2 Remake kommt, weil Resident Evil 2 Remake erscheint relativ früh im neuen Jahr. Das heißt, es kann sein, dass direkt noch vor allem noch Call of Cthulhu oder vielleicht sogar als drittes Projekt dann Resident Evil 2 Remake erscheint, weil das ist das Spiel, auf was ich überhaupt nicht verzichten möchte und kann. Resident Evil 2 Remake war ganz fest eingeplant im Prinzip für 2019. So. Alle Goldqualität, das ist sehr gut. Und weil Resident Evil 2 Remake halt wirklich fest eingeplant war für 2019, werde ich darauf definitiv nicht verzichten. Das heißt, es kann sein, dass es zeitweise mit Call of Cthulhu läuft, das kann sein, dass es sich also somit im Prinzip überschneidet. Es kann auch irgendwie sein, dass Call of Cthulhu dann von Resident Evil 2 Remake abgelöst wird. Das wird sich alles zeigen, ihr liebe Leute. Ich bin selber sehr gespannt darauf, wie das zeitlich funktioniert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich Call of Cthulhu spiele werde, weil ich mag einfach diese H.P. Lovecraft-Welte. Und es wird auf jeden Fall auch noch so kommen, dass ich Resident Evil 2 Remake spiele werde. Da war vor kurzem übrigens auch so ein richtig geiles Video dazu. Ein neues Video, wo man den Tyrant gesehen hat, der dann auch im Spiel vorkommt, den Mr. X. Den fand ich persönlich schon im alten Resident Evil 2 ziemlich cool und den haben sie jetzt hier fast Remake richtig geil neu aufgelegt. Das macht echt Spaß. So, heute hängt nichts aus. Wären aber auch noch nicht der letzte Tag der Saison um Punkt 12 Uhr. Da muss ich morgen dran denken, das darf ich nicht vergessen. So. Also, grasen wir noch ein bisschen die alten Plätze ab. Und dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Ja, also was ich an dem Let's Play hier vor allem gewertschätzt habe, war, dass man immer mal wieder sich ruhig die Zeit, ruhig die Minute nimmt, dass man das Ganze wirklich gemütlich angehen lässt, dass es nichts Aufregendes ist in dem Sinne, sondern dass man einfach nur schön seinen Simulator hat. Oh, Pfeilspitze. Haha, die hat Gunther noch nicht. Ja, dass man hier einfach nur sehr ruhig die Minute hat und dass man bei dem Let's Play super entspannen kann von Alltag, von Stress oder von sonst irgendwas. Deswegen an sich ein äußerst wunderbares Let's Play, was ich sehr geschätzt habe für seinen ruhigen Charakter. So, dann bringen wir das gleich mal zu Gunther. Vielleicht, aber nur vielleicht, mit ganz viel Glück gibt es ja mal wieder seit langem eine Belohnung. Nö. So viel Glück haben wir dann doch nicht. Schade. Okay. Ja, es gibt diverse Spiele, auf die ich mich auch 2019 sehr freue werde, um ehrlich zu sein. Dazu gehören auf jeden Fall die Horror- und Horror-Survival-Spiele. Das sind dann Resident Evil 2 Remake, das ist dann The Last of Us Part 2, was wahrscheinlich als letztes erscheinen wird. Und das mehr oder weniger Open-World-Survival-Horror Days Gone. Da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Das sind drei großartige Projekte, auf die ich mich bereits jetzt schon extrem freue.
So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die Minerei. Noch ein paar Butler verprügle und ansonsten können wir noch einfach nochmal noch geheime Notizen und so einen Quatsch suchen, ne? Das wäre doch was. Die Schleime brauchen wir sowieso für unsere Quests. Beziehungsweise die Abenteurer-Gilde. Und mal Butler, gibt's hier mal wieder Kenny, die erscheinen. Schade. Trotz Sandfläche und allem Pipapo. Aber ein paar von den geheimen Notizen müssen wir eh noch einsammeln. Da haben wir ja auch noch nicht alle. Das wird dann später lustig, glaube ich, wenn ich mich dann wieder reinarbeiten muss in die ganze Materie, wenn ich dann Stardew Valley... Nee, Quatsch, muss ich ja gar nicht. Das seht ihr nur alles, nicht? Wenn ihr euch in die Materie reinarbeiten müsst. So rum, das war der Denkfehler. Weil wenn Stardew Valley ein Weilchen nämlich gelaufen ist, dann müsst ihr euch ja wieder in die ganze Sache reindenken. Und werden dann wahrscheinlich so lustige Sachen dann auf dem Schirm haben wie, ah ja, so war es ja, Gewächshaus etc. pp. Ich denke, das kann durchaus schöne Momente für uns alle parat haben, wenn wir dann wieder aus der Pause rauskommen von Stardew Valley. Und dann nochmal einfach so wieder Runde gemeinsam spielen. Na, komm her, du. Ah, geheime Notiz, da ist er. So, die Käfernotiz, die geheime, was sagt sie dann? Ja, okay. Nachts um 20 vor 1. Ein Busch in der Stadt, wo es runter zum Strand geht. Okay, das gehen wir doch heute auf jeden Fall noch an. Siehst, wir dürfen unsere Energie nicht allzu weit runter kloppen. Dann läuft die Geschichte auch. Das machen wir auf jeden Fall noch. So. Komm her. Das heißt, wir gehen heute auf jeden Fall auch nicht früh ins Bett, wenn ich das so sehe. Gut, oder? Hier noch ein Butler, zufälligerweise? Nö, anscheinend nicht. Gehen trotzdem mal aufs Schwert, damit wir hier eventuell noch einer treffen. Ja, genau auf die habe ich gehofft. So, hier noch so ein Glitchbolt. Dann schauen wir mal, was uns die geheime Notiz dann für eine schöne Sache bringt. Hoppla. Höhle-Insekte, an die denke ich schon gar nicht mehr. So. Hier noch ein Butler, zufälligerweise, eventuell. So. Okay. Gehen wir hier nochmal runter. Oi, 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 oi. Butler mit Kirschbomb. Na, komm her, du. Stell dich, Schurke! Hm, will wohl nicht. Okay, jetzt hat. So geht das. Und hier finden wir mal wieder... Doch, hier finden wir was. Sehr schön. So, dann zu dir noch. Von denen haben wir eh so wenig mittlerweile. Okay. Ich hoffe, die zählen auf jeden Fall für die Abenteurer-Gilde. Die grüne Schleimer sind zwar die Schwächster, aber ich muss ja von deinen Viecher immer die 1000 Knacker insgesamt von Schleimer. Dass wir die Quest dann als erledigt betrachten können. Jede Menge Kirschbomber. So. Okay. Wieder die Klimperlers-Musik. Kling, 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 kling. Ach ja. Oje. Immer wieder nischt. Keine Sandfläche und sonst was. Das geht so noch in der Reihe. Das mag ich nicht. Ah, gut, dass du die Treppe ist. Dim, 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 dim. Nö. Du isst einen Salat. Das machen wir anders. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg in die nicht in die Stadt. Sorry, der war im Stäbbruch geparkte Gaul. Und wir reiten jetzt in die Richtung, wo uns die geheime Notiz hinführt. Des Nachts am Busch. Wäre doch ein wunderbarer Titel für die letzte Episode vor der Winterpause. Des Nachts am Busch. Bäh. Irgendwie klingt das alles so falsch, wenn es um Büsche geht und nachts. Ah, Mann. Pfui Deibel. Ah, das Seppel kommt da wieder angewatschelt. Dann könnten wir ja noch eigentlich runde angeln, nur beim Busch. Was auch irgendwie sehr falsch klingt. Aber ja, das machen wir. Und dann 20 vor 1 holen wir es uns, was du isst.
So, das müsste der hier sein, ne? Wenn ich mich so, wenn ich mir das richtig angeguckt habe, wo ist es denn, unsere Sammlung? So. Du. Genau, der Busch hier beim Baum. Genau vor dem hässlichen Busch. Vor dem angeln wir jetzt. Wir können außerdem noch. Wo ist es dann? Ja. Wir können noch ein bisschen Köder herstellen. Das ist nie verkehrt, finde ich. So. Dann angeln wir noch ein bisschen des Nachts am Busch. Ja, je öfter ich das sage, desto ekliger ist es nach wie vor. Es wird nicht besser, ihr liebe Leid. Hey. Blöder Fisch. Hat man es perfekt verhartet. Ja, fast schon 200 Köder. Dafür, dass man zwischendurch mal ganz schnell Ködernotstand gehabt hätte, ist es doch alleweil echt besser geworden. So. Ich weiß gar nicht, ob während dem Angler eigentlich die Zeit hier stehe bleibt. Das bin ich mir nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Könnt ihr mal gucken, 30 noch. Und noch so ein Gekasper müsste es eigentlich locker 40 bis 50 noch sein. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit doch stehe bleibt. Okay, so. Ja, wir können ja auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. So, den Gaul parken wir mal vielleicht. Moment, das gefällt mir nicht. So, parken wir hier vielleicht da im Licht. Falls was kommt, kann die Sigi denn immer noch aufhalten. Hallo, Buschbewohner. Unsere geliebte Mona. Das war dann die Oma von Abigail. Alt und verblasst. Das war das, glaube ich, mit der Zwergeschrift. Oder war das das hier mit Zwergisch? Genau. Das können wir dann auch erst lesen, wenn wir diese letzte Zwergeschriftrolle hin. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken in der Sammlung, dass ich absolut dappisch bin. Ja, 20 vor 1. Ja, ich kann die Uhr lesen. Okay, immer hier. Das ist mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. So, Della. Verlangt mittlerweile auch einen eigenen Uni-Abschluss in Uhrlesen. Also sozusagen in einer Stunde eigentlich geht's dann los, der Spaß. Yo. Was kommet und eilet hier? Es ist ein garstig Meeresgetier. Raus mit dir. Und wieder ein Barsch. Na gut. Ja, könnt noch eine Runde von der Brücke angeln. Bisschen Zeit haben wir ja noch was so ein Käse. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, Moje muss ich dann auch drauf achten, dass das Ganze nicht zu spät wird. Weil sonst habe ich ein Problemchen. Muss ich um Punkt 12 da sein. An dem garstigen Gedöns. Busch am Spielplatz. Wie geht? Das ist noch falscher als irgendwie der Busch. Okay. Waren ja sowieso hier nur Zeug. Also ich stelle mich schon mal hier in Position. Dann warten wir noch hier die 20 Minuten ab. Und dann wird am Buschwerk gewackelt. Gucke, was da rauskommt. Ich will es irgendwie gar nicht wissen, was da rauskommt, aber schauen wir mal. Nein! Oh nein! Großer Gott, wäre ich doch bloß blind! Och nein! Was stimmt da mit denen zwei nicht? Oh nee, hätte ich das doch bloß nicht gesehen, wäre ich doch blind. Alter Falter. Jetzt ist alles, was mal schön war, weg. Oh Mann. Und oh, ich habe dann ein Gefühl, was mich am Spielplatz Busch erwartet. Ah, die alte Ferkel. Yes, das erleid. Das ist so falsch. Aber auf der anderen Seite, ja, die sollen glücklich miteinander werden. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist irgendwie so falsch alles. Uah. So, den ganzen Schampel schmeißen wir jetzt weg. Außer die Geode, die können wir behalten. Und ja, der Rest hier, das können wir auch noch behalten. Sigi, komm irgendwie heim. Ich fall wahrscheinlich jetzt eh gleich hier in meinem Heisel um. Weil mich der Anblick einfach so arg gewidert hat, dass doch gar nichts mehr geht. So, dann schmeißen wir jetzt Dorei aus Zeitgründen. Und dann geht's direkt in die Falle. Oh Mann, hätte ich das wirklich nicht gesehen. Oh. Es gibt Dinge, die sollte man einfach nicht wissen und die sollte man nicht sehen. Und die geht nur diverse Leute was an. Und ich war keiner dafür, denn das, was angegangen ist. Oh. Okay. Für jeden, der es übrigens nicht gesehen hat und dann nicht zurückspult haben sollte, bis jetzt wegen meinem Gejammer, da waren Mani und Boyemester Louis im Gebüsch, die sofort weggerannt sind, nachdem ich sie aufgescheucht habe. Igitt. So, der 28. Der letzte Tag ist angebrochen, ihr liebe Leid.
Und es gibt anscheinend keine Musik dazu. Warum auch nicht? Wir müssen pünktlich um 12 Uhr wieder beim Busch am Spielplatz sein. Ach du Scheiße. Noch deren Vorgeschichte hier möchte ich gar nicht wissen, was uns da wieder wiescht, das erwarte wird. So, das sieht noch herzlich wenig Same aus. Ups. Aber wir brauchen die Sonneblume-Same. Wo sind sie dann? Da sind sie dann. So, jetzt pflanzen wir das Zeug nochmal neu ein. So, wir wollen ja dann auch was nächste für die nächste Saison, wenn Stardew Valley weitergeht, wollen wir ja selbstverständlich auch wieder so eine Blume haben. So. Aber ich finde es etwas befremdlich, dass hier keine Musik läuft. Oh, hoffentlich hat das genug Spiel, dass die jetzt. Huch, de Klä, de Filius, Dorenta. Ach Gott. Adam, bist du groß geworden? Kleiner Flitzekerl. So, Königin der. Ups. Ne, die Geister wollte ich nicht, aber die sind leicht verstört. Das bin ich übrigens auch noch, wegen dem, was gestern gesehen habe. Gemüsepfanne, das weiß ich aber schon. Und ne, Vater Frühling. Natürlich, ganze Tag klar und sonnig. Hui, schä. Wo ist er dann, der kleine Adam? Wo haben wir dann? Gut, wenigstens ist mein Sohn nicht derjenige, der mich am wenigsten leiden kann. Ich habe schon 4 Herzen zum Aufgebaut. Das ist doch was. So, Schätzle. Danke für großartiges Jahr, Ackermann. Ja, ich danke dir für großartiges Jahr, Abby. Und dann sammeln wir wieder unseren Krimskrams-Ei. Okay, also ohne Musik finde ich das irgendwie etwas verstörend hier. Echt mal. Es sollte doch eigentlich Wintermusik oder was kommen. Naja. Wer weiß. So. Hier kriegen wir wenigstens ein paar Geräusche noch serviert draußen. Wenn auch keine Musik, aber immer hier. So. So. Dann haben wir noch ein Schneckchen. Ich denke, das wird uns gerade reichen, um unser Zeug in die Produktion zu geben. Und dann müssen wir uns ja eigentlich schon dummler, ne? Alter Falter. Nee, ich will das rohe Ei nicht essen. Nach wie vor bin ich kein Fan von roher Eierverspeise. Gewitter erleid. Alter Falter, ich hasse das. Wenn man dann irgendwas im Hals steckt, wenn ich mich nur mal verschluckt habe oder sonst irgendwas und dann gleich dieses Rumgehuscht und Geboller. Seitdem ich Monkey Island aufnehme, bin ich ja sowieso so etwas kratzig im Hals. Und das legt sich selbstverständlich auch wieder auf die Stimme. Dass ich vielleicht auch etwas heiserer klinge als sonst, dass ich eventuell auch ein bisschen mehr huscht und mich räusper als üblich, was schon eh relativ viel ist, wie ich schon festgestellt habe, bedauerlicherweise. So, hier noch. Und dann da. Und der da kommt wieder in den Schleimeimer. So. Dann 1, 2, 3. Der vierte im Bunde und der Butzenickel da hinne hier. So, wusch. Dann die Iridiumwolle kommt wieder da rein. Oh. Oh, da haben wir noch ein bisschen Reparaturarbeiter für uns. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die machen wir noch fix. So, und 8 Stück. Ja, das heißt, ich habe dann im Multiplayer, wenn es dann so weitergeht, direkt die Knechte noch dabei. Die dürfen dann bei mir wahrscheinlich noch Zaun reparieren oder ich mache das. Wird sich zeigen. Aber wir machen uns erstmal auf den Weg. Denn wir haben ein Date am Busch im Spielplatz. So verstörend das auch klingen mag. Ach ja. Ich bin jetzt wahrscheinlich eh viel zu früh. Aber das ist egal. Ich möchte im Gewächshaus keine halbe Sache anfangen. Außerdem haben wir noch eine Daily Quest. Ein Hecht. Sorry. Aber so Fischarbeit übernehme ich nicht. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen den Müll. Wir können ja noch zu Clint gehen. Fällt mir noch ein. Das können wir selbstverständlich noch machen. Also die Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Wenn ich jetzt mittlerweile die Zeit nicht koordinieren kann, dann habe ich es nie gelernt während meinem Let's Play. So, Clinty Boy. Für dich habe ich noch ein Giötchen. Und dort drin ist für uns ein Auripigment. Ein Auripigment. Herrgott. So, das hat Gunther auch noch gar nicht. So, so. Ja, eventuell mit ganz viel Glück, ne? Und so weiter und so fort. Hier. Das kommt wieder auf den Mineralienstapel. Aber gibt nichts an Belohnung. Schade. So. Okay, dokili. Na dann, gehen wir mal zum Spielplatz.
anderthalb Stündchen haben wir noch Zeit. Und dann geht's los. Oh Gott. Ich bin nicht wissen, ob ich so doof wieder bei ihrer Dinger störe. Letzter Tag der Saison hieß es. Moment, noch einmal. Ich lese mir das Ding nochmal durch. Hier, 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison, sieht er den Busch über dem Spielplatz an. Das wird der hier sein, ne? Der Busch über dem Spielplatz. Das ist für mich der hier oder der hier? Aber wir haben ja in 12 Uhr, das dauert ja immer bis 10 Minuten vergehen, haben wir da auf jeden Fall Zeit. Letzter Tag der Saison ist es. Und nicht nur der letzte Tag der Saison, sondern auch des Jahres zusätzlich. Ich bin gespannt. Es kann wohl wieder was Verstörendes sein, so wie das, was ich gestern aufgedeckt habe. Aber auf der anderen Seite sind es irgendwie auch lustige Easter Eggs und lustige Gimmicks einfach, die das Spiel auch wieder lebendiger machen, finde ich. So, wir haben es gleich 12er. Und Achtung. Haha, Plüsch, Junimo. Geil, das ist nochmal was Schönes. Okay, in dem war nix. Gut. Super Sach kann in deinem Haus platziert werden. Das ist gut, das gefällt mir. Das war nichts Furchtbares und Verstörendes, das war was richtig Schönes. Und das platzieren wir auch sofort beim lieben Adam im Zimmer. Dann hat der kleine Butzenickel nämlich auch ein schönes Spielzeug. So. Und wer in der Welt liebt, keine Junimos. Junimos sind großartig. So, Dula. Dann das Zeug hier rein. Köder sammeln wir auf. Hier ist bestimmt auch schon wieder gut. Jawohl. Geht doch. Das ist doch schon relativ erfolgreich, der Tag. Jetzt schon. Yep. So, Kleiner, ich hab was für dich. Dann setzen wir noch direkt hier rein. So, schön. Ach Gott, wie schnell der ist. Hihi. Da, ich hab dann gebraucht. Kannst direkt damit spielen. So, schön. Und sie spielt mit der Obsidian-Vase. Auch nicht schlecht. So hat jeder Spielzeug, was ihm gefällt. So, dann haben wir hier noch Kruscht. Und weg damit. Jawohl. Dann kommt hier noch Reisch. Ups, Stoff kommt rein. Diverse Mayo. Dann könnten wir auf jeden Fall, wenn die Zäune jetzt schon anfangen zu brechen, könnten wir uns noch um die Zäune kümmern. Und die sind noch gut. Ansonsten haben wir ja noch irgendwas anderes, was wir abgeben könnten. Ja, Radiesel. Und Ove ist anscheinend auch noch irgendwas. Und hier die Pflanze wächst. Okay, dann machen wir hier nochmal eine Reihe. Und du, Ove, nee, du wächst. Okay, das ist gut. Das ist eine Kartoffel. Okay, die Krummbär kommt raus. Das kommt hier rein. Dann bleiben wir nämlich auch mit unserer Mischsaat weiter im Spiel, ne? Komm schon. So, das ist alles schön am Wachsen noch. Du haben wir noch Peperoni und ansonsten Artischocke. Ich glaube, die können wir, ach jawohl, die können wir abernten und wieder was Frisches reinpacken. Ansonsten ist hier alles gut. Aber ich wundere mich gerade, dass im Gewächshaus die Musik mit reingenommen worden ist. Das freut mich auf der anderen Seite auch sehr. Das macht dann nämlich das Ganze nämlich so trist und so trostlos, wenn man hier sein Gewächshaus gießt. Schä. Okay. Ich finde aber auch, der Winter ist eigentlich hier in Stardew Valley auch eine sehr ruhige und eine sehr schöne Zeit. Und deswegen bin ich auch nicht der Fan davon, Wintersaat draußen Art zu bauen. Weil ganz ehrlich, für mich sollte Winter auch mal hier im Spiel ein Monat sein oder Jahr ja, genau. Soll ein Monat sein, wo man einfach mal kein Felderbe hat, wo man nur das im Haus hat. Und wie im richtigen Leben eigentlich, ach, wo man dann nicht unbedingt raus aufs Feld muss. Ich meine jetzt außer die Bauern, die jetzt Zeug abbauen, was auch wirklich winterfest ist. Aber dass man auch wirklich einfach mal seine Ruhe hat. Der Winter ist für mich immer eine recht beschauliche Zeit, eine recht besinnliche Zeit. Und du passt Hektik und Zeug überhaupt nicht mit dazu, wie ich finde. So, wir checken nochmal die ganze Zäune. Ob das sonst irgendwo noch was kaputt oder im Arge ist.
Ja, hier, liebe Leute, ich würde mal sagen, behalten den Pelzer Hof so in Erinnerung, wie ihn an heute finden. Denn beim nächsten Mal wird wahrscheinlich sich sehr viel ändern. Ach, wenn das dann unsere Grundsituation sein wird. Wir haben hier außerdem noch jede Menge Jungbäume, die wachsen können. Die alten Bäume haben natürlich auch noch großteils überlebt, ja. Aber ich denke, wir werden doch im nächsten Jahr sehr viel Spaß miteinander haben. Wenn ich genug Multiplayer-Aufnahme habe und Stardew Valley dann sozusagen in die zweite Runde geht, dann haben wir auf jeden Fall auch sehr viel Gelaber und nicht nur immer mein Solo-Gequatsche, sondern dann haben wir auch noch zwei Leute mehr, die jeweils immer noch was Schönes dazu beitragen können. Und nicht einfach nur die Yankee, bla 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 und dumm Gebabbel und oh Gott, ich muss irgendwie noch was labern, sondern wir haben ein paar richtig schöne Dialoge, denke ich dann. Also freut euch schon mal dort drauf. Ich persönlich wär mich sehr drauf freuen, weil das sind auch beides zwei sehr nette Leute, mit denen ich persönlich auch sehr gut kann und die ich als Mensch auch sehr schätze. Sowohl die Neuländer als auch Slanien sind zwei ganz besonders coole und lustige und amüsante Typen, mit denen ich mich im richtigen Leben sehr gut verstehe und die wirklich schon tolle Kerle sind, die wären definitiv hier was dazu beitragen können, um das Ambiente noch zu steigern. Ich hoffe, dass es euch dann auch gefallen wird. Und ich hoffe auf jeden Fall, ach ihr liebe Leute, dass es euch hier generell gefallen hat bei Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Es war und ist nach wie vor ein wunderschönes Let's Play. Und ich freue mich extrem darauf, dass wir das dann in die zweite Runde gehen lassen können. Wo wir dann allesamt nochmal richtig uriges Zeug machen können. Also ich freue mich auf jeden Fall immens drauf. Ach ja. Denn beide habe ich es übrigens auch erst zu verdanken, dass ich von Stardew Valley erfahren habe. Das heißt, durch Slanion und durch den Neuländer bin ich überhaupt erst zu Stardew Valley gekommen. Von daher finde ich es persönlich nur fair, dass die beide danach beim Multiplayer mit dabei sind. Sodala. Ach ja. Gut, ihr liebe Leute, die Zeit vergeht. Es war ein wunderschönes Let's Play. Es war mir eine besondere Ehre, das für euch zu spielen. Ah ja, jetzt liegt er auch hier im Bett, der Clay. Okay, sehr schön. Es war mir eine besondere Ehre, das mit euch zu spielen. Und der Winter ist ja jetzt vorbei. Der Ackermann kommt nämlich raus. Das heißt, ich ziehe im wahrsten Sinne des Wortes den Hut vor euch. Und zwar, indem ich das so mache. So, ich ziehe den Hut für euch und zwar mit meiner roten Hoa, die wir ja auch auf Spielerwunsch empfohlen wurden. Ich kann auch nichts anderes machen, als den Hut für euch zu ziehen. Es war großartig von euch. Ihr habt das so schön teilweise kommentiert. Lyra, vielen lieben Dank dafür, dass du mir geholfen hast und dafür, dass du mir immer wieder Tipps gegeben hast und generell die ganzen Kommentare. Es war sehr lieb von dir alles. Und ich freue mich auch darauf, wenn du dann wieder an Bord bist und dass jeder andere, der mir zuguckt, der mal immer kommentiert hat, der mal einfach vorbeigeguckt hat und der einen schönen Kommentar hinterlassen hat. Ich danke wirklich jedem von euch und ihr seid großartiges Publikum. Es freut mich so sehr, dass dieses Let's Play so viel Anklang gefunden hat, dass wir hier über 100 Episoden hingekriegt haben und dass wir noch 140 Episoden jetzt erstmal das Singleplayer beenden und ab der 115. Episode im nächsten Jahr 2019 dann der Multiplayer agieren können. Ich freue mich immens darauf. Ich danke wirklich jedem von euch. Ich ziehe den Hut vor euch. Ihr seid ein großartiges Publikum und es macht so viel Spaß, Let's Play für euch oder dieses Let's Play im Speziellen für euch zu machen. Mir hat es tierisch Spaß gemacht, sowohl vom Publikum als auch von dem Spiel selber her. Und mir bleibt nur noch zur Sache: Wir gehen ein letztes Mal ins Bett und verabschieden den Winter mit Würde und begrüßen dafür der Frühling. Und der Frühling, ihr liebe Leid, der gehört dann im Multiplayer. Also machen's gut, ihr liebe Leid. Im ersten Tag vom Frühling im Jahr 3 sehen wir uns wieder. Aber das nehmen wir jetzt auch noch mit. Großvaters Schrein scheint wohl sicher zu sein, ne? So dass er erscheinen kann. Opa! Mein lieber Bu! Sind's viele Jahre her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Du warst noch ein kleiner Bu. Erinnerst dich? Gucke mal, wie weit du gekommen bist. Du magst mich vielleicht vergessen haben, aber ich war immer hier. Horch mir mal zu. Mein Körper hat die Welt verlassen, aber mein Herz wird immer im Sternentautal bleiben.
Ach, wie schön. Du bist jetzt schon seit 2 Jahren hier. Ich bin so stolz auf dich, mein Bu. Du bist ein besserer Bauer, als ich es je war. Du hast unserer Familie große Ehre erwiesen. Ich kann's spüren. Mein Geist kann sich jetzt zur Ruhe betten. Hab mein Segen. Ach, wie schön. Die Zukunft vom Pelzer Hof liegt jetzt in deiner Hand. Leb wohl. Und wie es angefangen hat mit dem Opa, hört das Singleplayer jetzt auch mit dem Opa auf. Und ich würde sagen, liebe Leute, vielen lieben Dank für alles. Wir sehen uns dann 2019 wieder zur 2. Runde von Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Der kleine Adam ist auch noch nebendran und verabschiedet sich. Und wir sehen uns dann wieder übermorgen, wenn ihr wollt, zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen zum neuen Let's Play. Und bis 2019 zur 2. Runde von Stardew Valley. In Würde, Dankbarkeit und Freundschaft, Ayan Yankee.